Ja, hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu Pokémon. Bloody Platin, ich bin der DSD Steve und Euer Let's Play Retro World. im letzten Part haben wir hier einen Commander von Team Galactic verprügelt und dieser hat uns gesagt, dass wir zu einem weiteren See müssen. Denn die wollen alle drei legendären Pokémon fangen, zu sehen. Das geht gar nicht und vielleicht könnt ihr euch noch daran erinnern, dass wir ganz am Anfang des Let's Plays zum Wahrheitsufer schon mal gegangen sind. Siehst du, das ist wieder Sufa und ich habe wieder Surfer wahrscheinlich im Kopf gelesen. Cool. Der Wahrheitssurfer. Ja. Und da waren wir ganz am Anfang mal und haben das legendäre Pokémon gehört. Und das würde ich sagen, müssen wir mal wieder hin. Ab nach Hause. Wir hatten Wir sind ja mal unserem. gespannt, wie es sich seit unserem letzten Besuch dort verändert hat. Ja, gar nicht, sind werden wir auch unsere Mutter nicht besuchen. Also bitte, unsere Mutter können wir jederzeit besuchen, dank Fliegen. Also Ja. wäre ja wirklich Zeitverschwendung. Und wir sind am Wahrheitsufer. Und ja, ihr seht schon, Professor Eich und Galaktikrüppel. Oh, Steve. Welch ausgezeichnetes Timing. Team Galaktik, diese Schurken suchen das legendäre Pokémon. Du musst durch hier helfen. Okay. Aua, aua. Was hat der alte Knacker gemacht? Okay. Das sieht irgendwie nach einem Doppelkampf aus. Ja. Und mir fällt gerade auf, dass wir uns nicht geheilt haben zwischendurch. Oh. Aber naja, es sind nur Rüpel. Ja. Das würde mich da schwer wundern. Okay. Na, super. Dann gehe ich mal davon aus, dass die jetzt hier nicht alle Entwicklungsstufen davon durchgehend haben. Dragora nutze ich meinen Drachentanz. Ja, Drachentanz ist gut. Und ja, Donnerblitz auf Zubat. Tot? Ja, mach einfach mal. Bringt jetzt bestimmt noch so 400 Erfahrungspunkte unter 500. Ah, fast nichts. Es wird jetzt auf drei Personen aufgeteilt hier. 172. Ja, wirklich 500 oder so. Krass. Okay, ein bisschen mehr als 600 sogar. Aber naja, das ist jetzt nicht viel für Level 60. Das ist halt Zubat. Knirscher kann das. Also bitte, du lässt dich jetzt auch nicht von so einem kleinen Skorpion trollen. Natürlich nicht. Bekommt jetzt das ab, was verdient hat. Ein Drachenstoß. Und Donnerblitz wieder auf Golbat. Na klar, Golbat sieht ja auch ganz cool aus. Das sieht aber Mal so. eine etwas andere Pose als gewohnt. Das sieht so schon im Normalplatten schon aus. Ich glaube, das Ball wurde nicht überarbeitet. Ja klar, aber jetzt ist die Pose sieht nicht mehr ganz so statisch aus. Ja. Und dass der Drachenstoß daneben ging, ist natürlich wieder nervtötend. Ja, sie bekommt tatsächlich. Okay. So können wir erstmal die Pokémon des einen Trainers platt machen. Und danach können wir schön 2 gegen 1 machen. So richtig schön unfair. Dann würde ich sagen, nutzen wir aber Dragorans Zug dazu, um Golbat zu um Buhu zu heilen. Und greifen mit Buhu natürlich X-Bad an. Klingt nach einem ausgezeichneten Plan. Ach, wenn dieser Buhu erstmal noch Psychokinese kann. Hey, das kann er ja schon. Der ist schon fertig. Der hat Donnerblitz, Psychokinese, Spukball und Abgangsbund. Dann mach mal Psychokinese auf X-Bad. Es ist quasi. Aschen hat ja einen höheren Basisschaden, ne? Genau deswegen. Ja, fliehen wollen wir sowieso nicht. Oh nein, jetzt können wir Gänger nicht mehr austauschen. Verdammt. Oh ja. Hey, das könnte durchaus noch relevant werden, ja. Ja. Nee, Aber. ich glaube eher auch nicht. Ist es weg? Das bringt übrigens Speed. Hier ordentlich Speed. Ach, schlechtes Level.
Also jetzt mal bitte, das sind wir von der Aerodactyl doch schon gewohnt. Also wenn ich irgendwann mal sagen werde, du bist Level bei der Aerodactyl, dann wissen wir, dass noch was werden kann. Bodycheck erlernen. Na, wir haben Knirscher, Fliegen, Erdbeben und Antikkraft. Machen wir keinen Bodycheck. Und dieses Bion Skora langweilt. Immer noch? Oh Mann. Es langweilt einen einfach nur. Machen wir Drachenstoß. Ich hätte einfach einen Flügelschlag drauf machen. Das ist ein Basis-Pokémon. Du zerfetzt das doch einfach mit dem Flügelschlag. Ja, schon doch wieder. Flügelschlag und... was ist das nochmal? Boden... Bodengift. Nee, Gift... Gift? Das ist ein Skorpion. Also wenn der nicht Gift ist... Ich weiß, Skorgla ist auch nicht Gift. Aber wenn kein Skorpion Gift ist... Was soll ein Skorpion denn sonst? Flügelschlag ist gerade sehr effektiv. Ja, dann ist er vielleicht... Käfergift. Kannst du dir mal nachgucken? Der ist 100 pro Käfergift. Schau bitte nach. Gift ist er. Gift auf jeden Fall. Und der müsste, glaube ich, Gift Unlicht sein. Die Weiterentwicklung. Aber ich will dich trotzdem einfach mal bei beiden nachzuschauen, was die ganz genau Gift sind. Käfer. Was? Gift Käfer. Die Weiterentwicklung? Gibt Unlicht. Ja, okay. Dann machen wir einen Donnerblitz drauf. Aber schon ganz schön krass. Gift Käfer ist ja eher so Müll, aber Gift Unlicht ist schon richtig gut. Wie gesagt, es ist zusammen mit Gengar, sind es die beiden einzigen brauchbaren Gift-Pokémon. Das soll schon was heißen. Slimog und so sind nicht brauchbar? Nein. Schade. Das sind nur Pokémon, die nerven. Wie sieht eigentlich unser Team aus? Ich meine, es ist niemand tot, da müssen wir nicht heilen gehen. Ich gebe dir einfach eine Kumo-Milch. Ja, gib dir einfach eine Kumo-Milch. Also, ja. Gib dir weiter Mukun. Also normalerweise, als wie soll, könnte man jetzt heilen gehen und mit Geld sparen. Man könnte ja nach jedem Kampf heilen gehen und Geld sparen, aber... Naja. Dann müsst ihr wieder einen nervigen Cut machen und... Das will ja keiner. Richtig. Okay. Und naja, um ehrlich zu sein, sind wir auch einfach faul. Ja, aber ich denke mal, es können... Wenn wir das Geld schon haben, dann können wir uns ja die Medizin leisten. Und Daum ist unsere Geliebte. Und sie flirtet mit einem anderen Kerl. Ist ein Mädel. Oh. Vielleicht will die irgendwie einen Dreier klar machen oder so. Weißt du, bei diesen japanischen Spielen ist es sehr oft schwierig zu sehen, wer jetzt ein Mann ist und wer eine Frau. Wie gesagt, ich dachte bei einer gewissen... Oh! Achso, ja, ach, jetzt bin ich mich blöd. Ich war gerade irritiert gewesen wegen Doppelkampf. Okay. Ja. Ich war gerade so gedanklich in einen Dreier drin gewesen. Oh Mann. Irgendwas sagt mir, dass danach Abak und Hypno kommen werden. Ja, das Gefühl habe ich auch. Also mal typische Rocketrüpel gerade. Sehr typisch, ja. Stimmt. Wie in der ersten Generation. Ja. Viele verstehen ja nicht, warum Traumato und Hypno zu Rocket gehört, aber das passt schon. Denn auch Team Rocket hat... Ein Traumatisieren und Hypnotisieren eben. Passt doch zu Team Rocket. Nein, Team Rocket hat ganz spezifisch sogar ein... 1, 2, 3? Ein Traumato doch eingesetzt. Und zwar in der Folge, wo sich, glaube ich, Lumanus und Lutexo entwickelt. Ich habe absolut keine Ahnung. Team Rocket hat auf jeden Fall einen auf jeden Fall haben sie ein Traumato missbraucht. Das war in der Krapado oder Garados Folge, war das nicht so? Nee, die haben dadurch damit das Kraftwerk gesteuert oder so. Nämlich damit alle Voltoballs kontrolliert haben. Irgendso Mist auf jeden Fall. Ich kann mich ganz schön gut daran erinnern. Also ich habe jetzt gerade echt absolut keine Ahnung. Ich weiß, dass es irgendwann in meiner Serie aufgetaucht ist,
Und da haben sie Traumato Hypno genannt und Hypno Traumato. Ja. Oh mein Gott, das entwickelt sich weiter. Wow, das Hypno ist jetzt zu Traumato geworden. Ja. Ich kann mich auch noch dran erinnern. Lustig ist aber, wie Traumato dargestellt wird, und so wird es als kinderschändendes Pokémon dargestellt. Und zwar ist es nämlich auch so in den Islands von also Feuerrot, Blattgrün, na, ja, da entführt ein Hypno ein kleines Kind, und wenn man das Kind anspricht, kommt das, ich hab Angst, und dann kommt ein Hypno. Und wenn man das Hypno fängt, kommt als Pokédex-Eintrag, Hypno entführt gern kleine Kinder. Wusste ich noch gar nicht. Also Hypno wird durch, also wird quasi ein böses Pokémon dargestellt. Spezialangriff plus 5, was will man mehr? Ja, die war halt scheiße. Das ist doch mal ein ordentliches Level. Ja. Ja, also Hypno ist quasi ein böses Pokémon. Ein böses Pokémon. Ich glaube aber, Pokémon sind nicht böse. Das wird in der Serie doch auch andauernd gesagt. Nur nein, nein. Ja, das Hypno gehört kein Team oder so. Das macht das von alleine. Es gehört nicht zu Rocket, ja, oder so. Ja, das macht es aber nicht, weil es böse ist, sondern weil es auf deine Kinder steht. Naja, also... das ist die Galaktik. Die wollen kein Dreier. Ach, die wollen nur das Pokémon von See. Ich kann nicht gegen diese Person an. Ich habe verloren. Ich bin schlecht. Zeig mir, wie stark du bist. Dieses Gesicht, es weckt schlimme Erinnerungen. Schlimmer als Sailor Moon. Ich meine, das, was beim Windkraftwerk vorgefallen ist, ja. Wegen dieses kleinen Vorfalls habe ich eine ganze Menge Ärger gekriegt. Was machst du für ein Gesicht, hä? Hä? Hörst dich doch noch an mich, oder? Schön, was soll's auch. Ich sag es dir, wer ich bin. Ich bin Zelda Mars, Commander von Team Galactic. Zumindest einer von ihnen. Was stellt ihr da? Ja. Irgend so ein liebes Pärchen, das zur Hilfe eilt? Leute, du sagst wirklich liebes Pärchen? Ja, keine Chancen, nicht die geringste. Ihr werdet alle zugrunde gehen. Ja, mit der Kraft des Mars werde ich dich bestrafen. Mit der Kraft der drei Herzen. Okay, die scheint jetzt vielleicht sogar mal typische Galaktik-Pokémon zu nutzen. Zumindest hat sie dieses Stinktier. Ach, so unendlich hässlich aussieht. Und da schneller ist als wir. Also Aragorn ist halt wirklich nicht der Schnellste. Aber der Stärkste! Die Stärke ist natürlich geil. Stell dir jetzt mal vor, der hätte gleich noch ein Stärkewesen gehabt. Stell dir mal vor, der hätte noch eine stärkere Attacke als Drachenstoß. Ja, und einen, die man trifft. Aber bald müssen wir Drachenklaue bekommen. Drachenklaue ist quasi einfach vergleichbar mit Kreuzschere. Nur im Verdrachen. Ja, ich hoffe einfach, dass wir die TM bald bekommen, dann ist gut. Ja. Piss, Evil. Oh, es ist ein Redakteur, wer hätte es gedacht. Enekoro. Na, da wechseln wir. Eins der wenigen Pokémon, das dazu. Eins von zwei Pokémon, das dazugekommen ist, das sich mit dem Mondschein entwickelt. Ich bin mir übrigens gerade bei Aerodactyl recht sicher, ab der 50 wird es aufwärts gehen. Muss es einfach, also wenn es da nicht aufwärts geht, dann sollten wir uns die Teamwahl vielleicht nochmal überlegen. Ja, aber ich hoffe es einfach mal. Ach, wir fangen uns einfach noch ein zweites Dragoran. Oder wir haben einfach drei Dragoran. Ja, so wie Siegfried. Ja. Die kamen ja auch damals in den Gameboy-Spielen gar nicht so stark vor. Ja, irgendwie. Was Snorgas haben wir schon gesehen. Oh, was ja. War denn das für ein Vieh? Ich bleib einfach mal drin. Ja, bleib einfach mal drin. Ich bin nämlich auch gerade zu faul, das einzutippen, weil das so komisch geschrieben wird. Das Vieh. Eine fette Katze. Ja. Also, die hat hier wirklich gerade die typischen Galaktik-Pokémon. Fette Katzen? Ja. Okay, ist ein Normal-Pokémon. So wie Mauzi und Snobillikat damals. Ja. Interessant ist dann, dass in der fünften Generation die Standardkatze zu einem Unlicht-Pokémon wurde. Cool. Passt aber auch sehr gut.
soll, ist aber unendlich nervig, weil man das Vieh einfach so wie Radfratz überall sieht. Also ein bisschen so wie, wie heißt es denn gleich? Also es nervt quasi einfach. Dann, wie Fifi. Also es kommt quasi ganz am Anfang des Spiels schon vor, ne? Und es ist bis zum Schluss dabei. Wo man sich denkt, warum? Ach, die solche Pokémon gibt's doch schon zur Genüge, bitte. Diese Frage nach dem Warum muss nicht stellen. Ich meine, wir haben die ersten drei Generationen gegen Tausende und Abertausende an Radfratz, Taubsies, Zubats, Tentachas gekämpft. Also, Rapadors, es gab so viele. Ja. Ich habe jetzt noch Albträume von diesen ganzen Carpador-Trainern. Oh, kosten einfach nur Zeit und bringen keine Erfahrungspunkte. Du musst dir dieses Pokémon bringt keine Erfahrungspunkte. Ich habe schon wieder verloren. Zuerst bei den Kraftwerk und jetzt am See der Wahrheit. Das bist du mir. Jetzt will Nitaxido Mask was von mir. Ein Commander von Team Galactix sollte so ein Missgerät nicht passieren. Ruhig jetzt, Mars. Mein Part habe ich immerhin erledigt. Meine Mission war es, das Pokémon aus dem See zum Hauptquartier zu bringen. Stimmt. Oh, ich habe meine Mission ohne Problem erfüllt. Leute, zieh uns zurück. Der Bass wartet im Hauptquartier. Irgendwie stand die Pokémon der drei Seen miteinander verbunden. Dank Saturns großartiger Leistung erschien hier eine Höhle. In just dieser Höhle schlief das Pokémon Vesprit. Vesprit ist vermutlich aufgetaucht, um seinen zu helfen. Und das hat perfekt gepasst. Und einfach zu fangen war es auch. Und ich jetzt haben... Was? Und? Aha. Und jetzt haben wir sie alle. Genau. Vesprit, das fühlende Wesen. Puputz, das starke Wesen. Self, das wissende Wesen. Jetzt, da wir sie alle in unserer Gewalt haben, könnt ihr auch gar nicht vorstellen, was Team Galactic für euch vorbereitet. Jetzt verstehe ich. Das ist auch am See der Kühnheit geschehen. Ein weiteres legendäres Pokémon wurde von Team Galactic entführt. Schön, dass du es wiederholt. Ihr beide habt es mit einer Gruppe skrupelloser Kriminelle aufgenommen und ich habe euch das beauftragt. Allein, dass ihr unbeschadet davon gekommen seid, ist eine Freude. Ja, ein Wunder. Was aber ist mit dem See der Stärke? Ist David nicht in Sicherheit? Ist David in Sicherheit? Ich stelle mir gerade vor, wie jetzt so das, jetzt so ein kleiner Schnitt kommt und dann ist da, schwankt das Bild so rüber zu diesem Typen, der total zusammengeschlagen in der Ecke liegt. Ja, und was es mit Team Galactic auf hat, die einfach die ganzen legendären Pokémon tatsächlich gefangen haben, das und noch viel mehr erfahrt ihr im nächsten Fall von Pokémon Bloody Platin. Ich war DSD Steve und euer Let's Play Retro World. Bis dahin.